liebe Kartellbrüder, liebe Bundesbrüder in Rom und in Aachen, liebe Schwestern und Brüder, ein Wort. Ein Wort kann ein Deutewort sein, ein Motto, wo man mit einem ganz kurzen Satz, vielleicht nicht mal einem Satz, so viel einfängt. In anstrengenden Zeiten tut es gut, dass wir Worte haben, voller Kraft, voller Leben, voller Erfahrung. Mein Primitzspruch, ein Bibelwort, ist ein solches Wort. Das war nicht ganz leicht, das letzte Jahr vor der Priesterweihe und dann dieses Wort, einer trage des anderen Last. Das kommt mir in diesem Jahr, 31 Jahre nach meiner Priesterweihe, sehr zugute. Einer trage des anderen Last, ein Wort. Ich brauche immer wieder auch einen Ort der Stille, damit überhaupt die Kraft des Wortes Gottes mich tief genug erreichen kann, wirken kann. Ich brauche das Gespräch, auch mit guten Freunden, auch mit guten Ratgebern, dem geistlichen Begleiter, dem Beichtvater, ein Wort, ein Ort, das Gespräch, vor allen Dingen das Gebet. Ich hoffe, das hilft uns an diesem Sonntag. Wir hören einerseits, dass Jesus die Menschen versorgt und seine Jünger schon einmal wegschickt. Sie sollen schon vorfahren, sie sind für jetzt raus. Ein bisschen Ruhe, die Nacht wird allerdings stürmisch. Er bleibt auf der Seite, wo er mit den Leuten war. Und er betet. Fast die halbe Nacht. Und dann holt er sie ein, auf dem Wasser. Jesus macht keine Werbung für eine neue Form von Wasserski oder einer Überwältigung von physikalischen Gesetzen. Ihr braucht keine Boote, ihr braucht keine Brücken. Einmal geht er über das Wasser, um nah zu sein. Und dann etwas, was wir kennen, was auch die Bibel berichtet. Man hält ihn für ein Gespenst. Die Menschen haben sogar Angst vor ihm. Was für eine Kraft hat er? Als sie ihn erkennen, ist Petrus dabei. Gleich wieder viele Worte. Wenn du es bist, dann sag, dass ich aussteige und auf dich zugehe. Und von Jesus ein Wort. Komm. Und Petrus geht los, erst in der Kraft des Glaubens, des Vertrauens, in der Entschiedenheit auf dein Wort hin. Das sagt er auch später nochmal. Und dann doch wieder das Analysieren und das Gucken, was alles nicht klappen kann. Ja, wir leben in Zeiten, wo alles wie zerlegt wird. Komm. Und als er der Petrus unterzugehen droht, the helping hand. Die Hand, die sofort von Jesus ihm entgegengestreckt wird und er holt ihn raus, aus der Angst, aus dem Wasser, aus dem aufkommenden Unglauben und sie sitzen gleich im selben Boot. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kartell und liebe Bundesbrüder, wollen wir in dieser Zeit mit Jesus in seinem Boot sein? In seinem Boot sein, mitten in der Menschheitsfamilie, in seiner Kirche. In einer Kirche, die kein strahlender Dampfer ist, kein Vergnügungsschiff ist, sondern die rudern bedeutet und auch aushalten, dass es stürmisch ist. Ein Wort. Er trägt mich. Einer trage des anderen Last, geht für mich, weil er mich trägt. Ich möchte mich tragen lassen in allen Lebensfragen, die meinen Beruf, meine Berufung, mein Leben, mein Suchen, mein Beten angeht. Das tue ich hier in Aachen als Generalvikar, als Priester, auch im Rahmen des Möglichen als Seelsorger. Das tue ich als Freund und Ratgeber. Das tue ich als Sohn und Bruder. Herr, dein Wort, ein Wort. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit. Einen gesegneten Sonntag.